Nun, ich denke an Janka. Es hat die Situation in der blutigen See sehr entspannt, was wir dort getan haben. Ich denke nicht, dass wir dem Strudel bereits gewachsen sind. Also, möglicherweise ist der Friedhof der Seeschlangen eine bessere Anlaufstelle. Aber wir Idealerweise sollten würden. das planen und nicht einfach unvorbereitet drauf losstapfen. Genau. Wir sollten mit Magistra Kolgrab reden, was sie dazu denkt. Und idealerweise würden wir vermutlich in Sinnoh landen, uns ortskräftige Unterstützung beschaffen und dann durch die Mangrovenwälder entlang der Küste spazieren, marschieren und uns von dort aus dem Friedhof nähern. Und was Boran angeht, nun, gewiss, Hafax ist einer der Heptarchen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt stehen wir auf vergleichsweise gutem Fuße mit ihm. Sollte er also nicht vielleicht der letzte der Heptarchen sein, den wir angehen? Wir sind uns nicht sicher, wie lange die Dämonenmärchen, die Hafax unter seiner Kontrolle hat, dies noch sind. Und wir sollten. Boron ist ein sicherer Hafen für ihn. Zumindest vom Seeweg aus, denn selbst wenn zum Beispiel die Perlmeerflotte einen Angriff organisieren könnte, wäre die immer noch auf der anderen Seite der Maraskan-Kette und es gäbe viel lohnendere Ziele auf der, nun, zugewandten Seite. Entsprechend wäre es eine gute Möglichkeit, um mit etwas Glück zum Beispiel die Buchanstorn erwischen zu können und frei aus Will sie zu vernichten, bevor irgendjemand der Sache weiser wird. Und bevor Darion Barlegan sie sich unter seine Kontrolle reißen könnte. Ebenso wurde die Goldmorgen-Tarantel ein ums andere Mal dort gesichtet. Aber das sind natürlich alte Informationen. Nun, die Goldmorgen-Tarantel hat er bereits verloren, nicht wahr? Bin mir nicht sicher, wovon sprecht ihr? Nun, vielleicht irre ich mich. Ihr kennt euch besser mit diesen ganzen Archen aus. Aber jedenfalls, was ich damit sagen will, unter diplomatischen Gesichtspunkten halte ich den Friedhof der Seeschlangen für das bessere Ziel. Denn Hafax geht aktuell nicht aktiv gegen uns vor, aber wenn wir ihm seinen sicheren Hafen in Boran nehmen, könnte sich das ändern. Und ich denke, wir sind mit Darion Paligan gut beschäftigt. Nun, Raffin, was sagt ihr dazu? Ihr wollt wahrscheinlich, ihr sucht den Kampf, vermutlich. Oh, ihr wollt die Dämonen jagen gehen. Das ist ja der erste vernünftige Vorschlag, der hier heute gemacht wurde. Ich denke, das sollten wir machen. Jalan, ihr sprach doch mal von diesen Funken des ewigen Lichts, die es noch gibt. Ja. Was wäre, wenn man so einen Funken, ich weiß nicht, in eine Pforte des Grauens wirft? Würde sie sich dann schließen? Nun, ich wüsste nicht, dass es schon jemand versucht hatte. Es ist ein starker Ausdruck Preyors Willen, ein solcher Funken. Es wäre zumindest einen Versuch wert. Nur, woher Nur. nehmen? Ja. Denn ich bin mir reichlich sicher, dass weder der Wahrung der Ordnung noch die Reichsgräfin uns ein solches Gefäß, wenn auch bei Jiraskan überhaupt noch welche zusammenlagern, für ein solches Alvarans-Kommando zur Verfügung stellen wird. Man müsste es also ausborgen. Richtig. Hilf dir selbst, dann hilft dir Fex, nicht wahr? Ich bin mir nicht sicher, was ihr vorschlagt. Ihr wollt die Preiskirche bestehlen? Naja, nicht bestehlen. Wir leihen es uns, um göttlichen Willen zu vollbringen. Jemand stehlen? Nein. Doch. Nein, stehlen wäre, wenn wir nicht die Intention hätten, es wieder zurückzugeben. Nun, ein Diebstahl bedingt, dass ihr es seinem Besitzer wegnehmt. Und wem gehört das Licht der Gerechtigkeit, wenn nicht Preyos selbst? Seht ihr, Und ist es nicht Abelmir? Preyos Willen, dass wir eine solche Pforte des Grauens schließen? Auf jeden Fall, da stimme ich euch voll Also zu. kennt ihr Preiswillen? Nun, ich kann natürlich so wie jeder andere nur meine bescheidenen Vermutungen anstellen. Mir Ich möchte scheint, aber wir darauf haben. hinweisen, dass die Priesterkaste und ihre Nachfahren sich bereits einmal seiner Gunst, sagen wir, unwürdig erwiesen. Sonst hätte irgendein Magier sie schließlich nicht dann fortfegen können. Ja.
Mir scheint, wir haben dieses Gespräch ganz ähnlich auch schon mal in Bezug auf das Effert-Horn geführt. Da wir nicht wissen, ob die Effert-Kirche es uns bereitwillig aushändigen wird. Und offenbar ist das die einzige Waffe, die uns gegen die Dämonenarchen helfen könnte. Naja, es gibt... Selbstverständlich könnten wir natürlich erst einmal mit den Verantwortlichen reden, so wie wir es auch tun werden, und zu versuchen, sie von der Weisheit unseres Vorhabens zu überzeugen. Natürlich, das ist eine hervorragende Idee. Das sollten Leute tun, die gut mit Worten können. Dann werden wir es so versuchen. Ja, ich bin sehr gut mit Worten. Ich weiß, Rafim sollte unsere Verhandlungen führen. Ja, das denke ich auch. Am besten ziehst du dir noch deinen Schlagring über. Sicher ist sicher. Ein paar schlagende Argumente. Ich denke, ich werde es vorziehen, alleine mit den Herrschaften zu sprechen. Oder vielleicht auch mir mitzunehmen, wenn er seine Robe ablegen möchte. Ich denke, ich wäre eher nicht hilfreich bei so einem deutschen Gespräch. Nehmt besser Sulamin mit. Ihre Schönheit wird sie vielleicht beeindrucken. Zum einen habe ich das natürlich immer vorausgesetzt. Zum anderen bin ich mir nicht sicher, ob das hier der entscheidende Faktor sein sollte. Nun, ich bin eine Erwählte der Roten Raja. Ich weiß nicht, ob das die Prajos-Kirche beeindruckt, aber... ich hoffe doch, dass sie mich willkommen heißen werden. Ihr solltet den Prajos-Kult auf Lidaskan nicht mit dem aus Gareth gleichsetzen. Nun, zumindest ist sie eine Geweihte der 12 Götter und... Ich bin wahrscheinlich nicht unbedingt ein Ansprechpartner für die Prajos-Kirche. Nein, nichtsdestotrotz seid ihr der Kapitän. Besseren oder zum Schlechteren? Nun, wenn ihr meint, es ist hilfreich, dann begleite ich euch gerne, aber... Ich glaube, es ist nicht hilfreich, aber... Warten wir es ab. Entscheiden wir es vor Ort. Ich fürchte auch, dass sie eure vollendeten Manieren leider nicht zu schätzen wissen werden. Es gibt gewisse Vorurteile gegen die Bruderschaft. Deswegen sagte ich ja, dass ihr es euch nicht auf die Stirn malen sollt. Ich werde es auch nicht verleugnen. Ja, dann bleibt vielleicht lieber hier. Zwei Tage später. Ihr habt die Reise angetreten, vom 14. Boron bis zum 16. immer in Richtung Westen. Keine einzige Insel, keine Möwen, die euch begleitet haben. Ihr seid einfach nur gefahren und den Sternen und der Orientierung von Rafim und Kapok gefolgt. Dann erreicht ihr zumindest ein kleines Ziel. Ein großer Sturm, der sich vor euch aufbaut und auf den ihr direkt zusegelt. Noch keine Insel, die ihr erblicken könnt, aber... So groß, wie sich die Front über den Horizont aufbaut und größer wird, der Wind, der sich von der falschen Richtung in eure Segel bläst und euch dann etwas schwieriger navigieren lässt, aber das könnte Maraskan sein. Und so, nach zwei Tagen der Reise, steht ihr dann mit eingezogenen Segeln einige Meilen entfernt von der Sturmfront. Die Kanonen wurden bereits abgebaut, die Rotzen, der Skorpion. Alles wurde verzurrt, die restlichen Waren, die ihr geladen habt, die Vorräte sind kleiner und kleiner geworden, aber irgendwo vor euch liegt Maraskan. Von der falschen Küste aus, vom Perlenmeer, von der offenen See her kommt, die springende Insel verlassend. Ihr wisst nicht genau, wo ihr anlanden werdet. Boran, Jilaskan. Die Möglichkeiten sind groß. Eventuell könntet ihr auch in der Nähe von Yagan sein. Das sagen die Sterne noch nicht genau, aber ihr seid da und müsst nur noch durch. Nun, so schlimm wird das gar nicht, wenn jeder weiß, was zu tun hat und sich gut festmacht. Ja, ist alles richtig verzurrt? Nun, unser Zeug zumindest. Ich werde jetzt gleich die Decks nochmal aufscheuchen, dass die nichts rumliegen lassen und sich alle gut festmachen und dass vorne die Klappen zu sind. Und dann, Hasswolf, hast du die Maraskaner schon auf die Masten verteilt? Ja, selbstverständlich, Abenteuer. Hervorragend. Die wissen, wie man das macht. Und alle anderen halten sich näher an Deck. Ach, was für ein Scheiß. Ja, ich zücke mal mein Fernglas und schaue mal aufs Horizont. Mhm. Der Ausguck deutet in eine Richtung. Sinneschärfe Probe. Plus 15. Erleichtert um 7 für das Fernrohr. Erleichtert um 7 für das Fernrohr.
Das ist aber keiner von unseren, oder? Tja, wüsste ich nicht, warum der da hinten rumspringt. Ich weiß nicht, was er gesehen hat, aber... Diamantis, gib mal das Fernrohr weiter. Warte. Ich packe da 4 ASP rein. Und habe 8 Punkte rüber. Ich sehe es da drüben. Ich deute in die Richtung und gebe das Fernrohr weiter. Was sehe ich denn? Ach, ist ein Mann? Sehe ich gar nicht. Ich sehe ein Wrack. Hier Hasswolf. Etwa 15 Grad Backbord. Das mit dem blutroten Segel. Aber ich glaube nicht, dass irgendwer von denen noch lebt. Nun, es zerrt schon an uns, aber versuchen müssen wir es trotzdem. Steuermann! 3 Punkt Backbord! 3 Punkt, verstanden. Sind das Hafax-Leute? Scheint mir wirklich nach Hafax-Leuten. Blutrot könnte Hafax sein. Könnte aber auch was Doggern sein. Oder einer von den zahlreichen Piraten, die hier rumkreuzen. Richtig. Oder Maraskaner. Also freie Maraskaner. Nun, also, so oder so. Es ist keine direkte Gefahr für uns, also sehen wir uns das an. Ja, Montes, nimm das Fernrohr mit. Platziere dich am Bug. Ich möchte sehen, dass wir nirgendwo drauf fahren. Was machen wir mit den Rotzen? Die sind jetzt alle eingezogen. Nun, dann ist das so. Lass Waffen ausgeben. Alles klar. Diamantis, ist das dein Job? Die Waffen auszugeben? Nein, eigentlich nicht. Aber ich mach das. Ja, mir egal, ihr seid die Deckoffiziere, ich bin nur der Kaplan. Abenteuer. Jetzt auf einmal. Willst du mich verarschen, Greifenmund? Alles gut, Herr Wolf, alles gut. Wer ist denn der 1-0? Nun, der 1-0 hat dir einen Auftrag gegeben. Kümmer dich drum! Ja, der Kapitän gibt den Auftrag und der 1-0 führt dann aus und gibt die Waffen aus, aber was weiß ich schon. So, Diamantis, das bewegt deinen fetten Arsch. Ja. Hey, Rappelstein. Nebelklang. Jawohl. Helf mir mal, greif mir mal zur Hand. Wir geben die Waffen aus. Ja, habt ihr einen Schlüssel? Ich werfe ihm den Schlüssel zu. Ja, ich nick gleich mal zu und gehe einen schnellen Schrittes Richtung Waffenkammer. 30 Minuten später. Die Waffen wurden ausgegeben. Die wenigen Fernkampfwaffen, die ihr dabei habt und die vielen Säbel und all das, was die bestimmt keine Piraten noch so dabei hatten. Wurfdolche. Sprengkörper wurden natürlich zurückgelassen. Die wurden nicht ausgegeben. Irgendwelche selbstgebauten Zünder, aber ja. Ich habe mich derweil vermutlich mit Abel mit den anderen zusammen ans Steuer gestellt. Nun? Nun, es zieht schon ordentlich an uns, aber noch halten wir. Hoffen wir, dass es so bleibt. Gib mir mal das Fernrohr. Ich würde auch mal probieren durchzuschauen. Also auch eine +8, oder? Wenn du das Fernrohr hast, dann +8, ja. Kapitän, ich würde vorschlagen, dass wir die Hornissen-Backbord-Sites nochmal wieder aufbauen. Die sind schnell auf- und abgebaut. Sollte es sich um eine Falle handeln, dann können wir sie mit einer Salve begrüßen. Wie lange denkt ihr, braucht ihr für das Aufbauen der gesamten Rotzen? Die Rotzen? Das wird wohl ein halbes Stundenglas mindestens dauern. Wahrscheinlich eher mehr. Wenn nicht ein ganzes. Die Hornissen sind um einiges schneller aufgebaut. Ich glaube, das ist jetzt nicht praktikabel. Wie weit sind wir eigentlich noch von dem Wrack weg? Du würdest sagen 20 Meilen. Also knapp 2 Stunden. Wie stark weht's? Und in welche Richtung weht's? Das ist auch eine Frage. Also es weht von der Sturm ist vor euch und von dort aus weht der Wind in eure Richtung. Also wir fahren genau drauf zu, ja? Genau, das heißt, ihr müsst kreuzen. Wollte ich gerade sagen, dann eher 3 oder 4 Stunden. Problem ist nicht, dass das dauert, ja manches. Das Problem ist, dass die Dinger da nach links und rechts kullern. Die kannst du sowieso nicht gebrauchen. Das meinte ich, es ist nicht praktikabel. Ich muss mich mal mit Log und Asch dran setzen, dass wir die Hornissen an unser Schiff festmachen. Und die Menschen nicht immer aufbauen müssen. Scheiße, wie hört er mich denn immer? Alle Mann auf ihre Posten, das wird eine Weile dauern. Sorgt dafür, dass die Mannschaft nicht langweilig bekommt, ja? Keine Langeweile bekommt, so rum. Bitte.
Wenn jemand zu Alpha beten möchte, jetzt ist der Moment. So segelt ihr auf das Wrack zu. Es wird größer und größer und ihr könnt dann irgendwann erkennen, dass es maraskanische Bauart ist. Eine Zedrake mit zwei Masten. Blutrote Segel. Und irgendwann werdet ihr auch ansichtig, dass es sich dabei wohl um Lilien, Heraldik, Hafax. Nicht nur Hafax. Gekreuzt und die Lilie, das ist vor allem erstmal Boran. Und Boran ist natürlich besetzt. Sollen wir eine Heraldikprobe werfen, oder? Naja, dann wird das sicherlich auch so hinkriegen. Genug Lilien in Boran gesehen. Du warst schon zweimal in Boran, ne? Mhm. Ich habe jedes Mal eine Menge Blut da gelassen. Der Lilienthron von Nedimajida. Na gut, bring immer die Schützen aus Vorderkastell. Aber mir, lass ein paar Stangen. Ich quack Diamant, lass ein paar Stangen von unter Deck holen. Fischt raus, was ihr kriegen könnt. Halt jemand mal Ausschau, ob hier noch jemand rumschwimmt. Hintenrum auch. Und hier, ihr 10 da. Geht aus Unterdeck. Passt auf, dass sich niemand durch die Bordwand schneidet. Ja, nicht das erste Mal. Warum ist hier ein Loch drin schon wieder? Holzwürmer. Ja, wenn ihr heranfahrt, könnt ihr sehen, dass wohl der Sturm hier gewütet hat. Die Maraskaner, allesamt irgendwie Kamortgardisten oder aber Rote Legion, einige wenige Seefahrer, die noch unter den Toten sind. Beiboote könnt ihr nicht erkennen. Ihr wisst nicht genau, ob die abgerissen worden sind, aber die Segel sind zumindest umgeknickt. Vielleicht haben sich noch Leute gerettet, aber viele treiben dann um dieses Wrack herum im Wasser, kurz vor der Sturmfront, sodass dann die See auch ordentlich peitscht und das keine ordentliche Rettungsmission werden kann. Ist zumindest ziemlich gefährlich, gerade wenn ihr da auch eigene Beiboote runterlasst zu Wasser. Ich denke nicht, dass wir das, also nicht, dass wir das tun, wenn hier niemand wirklich Lebenszeichen von sich gibt. Weil das ist halt wirklich brandgefährlich. Wir versuchen hier Stelle zu halten. Und wird halt mit Bootshaken, wird jeder, der vielleicht irgendwie noch am Leben sein könnte, halt gepackt, bei irgendwie, wie man packen kann, und rausgefälscht. Mhm. Also es leben wohl noch 2, 3 oder so, gerade wenn ihr die mal so ein bisschen anpiekt oder so, dann zuckt die Hand nach vorne und greift dann nach der Stange oder nach dem Spieß. Und das ist wichtig, wer tot ist, wird wieder zurückgeworfen. Wenn nicht, dass wir hinterher ein halbes Dutzend Wasserleichen im Keller haben. Mhm. Also, untote Wasserleichen. Ja, der ist schon klar, was du meinst. Gibt sich was... Okay, noch 2 Fragen. Schwimmt hier Fracht rum, irgendwie Kisten, die man vielleicht irgendwie aufnehmen könnte? Wenn man dann entsprechend wagemutig sich doch vielleicht ein Boot runterlässt? Ja, dafür haben wir doch eine Liste. Würfel doch einfach mal, ich muss gerade gucken, machen wir 2W20. 2W20. Der eine ist eine 20, der andere ist eine minus 5, bin ich der Meinung. Ich muss aber gerade mal in der Liste nachgucken. Dann habe ich die 12 und die minus 3. Ja, ich muss gerade mal in der Frachtliste nachgucken. Ich wundere mich, dass es die Liste ins Negative geht. Ja, die wird, je mehr du geladen hast, geht sie dann minus 5, minus 10, minus 15, minus 20. Und je tiefer du würfelst, desto besser. Ja, ich verstehe halt nicht, warum man das nicht einfach umgekehrt hat und dann nach oben rausrechnet, aber ja. Ist ja an sich egal. Die Kapitänskajüte ist groß zerstört, da könnt ihr aber nicht einblicken. Ihr wisst nicht, ob da noch irgendwas zu sehen ist, aber wie gesagt, so 2 oder 3 rote Legionäre, die ihr dann noch an Bord ziehen könnt, und die Kamortgardisten sind dann höchstwahrscheinlich alle tot. Das wäre auch meine nächste Frage. Wie hängt dieses Werk, ich meine, säuft das langsam ab? Ist das irgendwo aufgelaufen? Das ist durch den Sturm auf alle Fälle stark beschädigt, und es könnte sein, dass es Kampfspuren gibt von zerdrücktem Holz. Nicht zerschossenes Holz, aber zerdrücktes Holz. Scheiße. Gut. Rafim, Zulamin. Immer, ob ihr aus den Überlebenden noch überhaupt irgendwas rausbekommt. Ja. Die Kapitänskajüte scheint noch intakt zu sein. Einer von uns könnte runtertauchen und versuchen, das Logbuch aufzusammeln. Bei diesem Sturm sind die verrückt. Sammel dir Freiwillige und tu es. Aber geh keine Risiken an, wenn du nicht musst. Die erste Kiste, die ihr aufbrecht, Reiswein. Im Wert von, wenn ihr 3-4 Kisten an Bord nehmt, 50 Dukaten Reiswein. Könnt ihr die Moral empfehlen? Eine Kiste für jeden Freiwilligen, der mit Diamantus da runtertaucht. Oder schwimmt oder klettert. Würde ich mal meinen. Und in der nächsten Kiste findet ihr Maraskan-Stahl. Es ist nicht viel,
Aber es ist Rohstahl, den könntet ihr sicherlich in Kuntium gut verkaufen, im Maraskana-Viertel oder irgendwo anders. Grober Wert 500 Dukaten. Ja, um die ganzen Waren aufzusammeln, müssen wir wohl oder übel dort mit dem Beiboot runter. Gehe ich zumindest von aus. Also ihr werdet sicherlich eine Stunde dann mit dem Waren einsammeln beschäftigt sein, wenn ihr die 50 und die 500 Dukaten haben wollt. Ja, also ich glaube, das machen wir halt während Diamantis auf dem Weg ist. Ja. Und dann, ich denke, wir lassen das Boot nicht wirklich zu Wasser, also wir lassen es halt hinab, aber wir lassen es an den Haken, damit es nicht wegtreiben kann. Und dann müssen wir halt manövrieren mit dem Schiff, das dauert dann eine Weile. Ja, genau. Dann kriege ich mal eine Seefahrtsprobe von irgendjemandem von euch. Ach ja, dann wohl ich. Ich habe gesagt, ich stehe am Steuer. Genau, richtig. Du wirst natürlich auch unterstützt von eurem eigenen Steuermann, aber jetzt ist gerade echt viel zu tun, das Schiff ruhig zu halten in so einer Sturmfront, beziehungsweise eben kurz davor. Man nennt mich nicht umsonst Eisenhand. Wow. Ja. Eisenarm packt zu und du hältst das Steuer dann eben so, dass es dann nicht abtreibt. Immer mal wieder frischt der Wind auf, lest dir von der falschen Seite rein, du gibst die Befehle, Segel, die zugezogen werden von der einen oder anderen Seite, Taue, die rumgeworfen werden, irgendwas, was geflickt werden muss und so. Irgendwann schwingst du dich selber dann nach oben, kletterst dann hoch und lässt das dann einen anderen Steuermann machen und so seid ihr dann eben gut beschäftigt. Monterey, jetzt oder nie, wir können hier nicht länger bleiben. Was, Wolf, du kennst die Mannschaft. Hol die 5 besten Schwimmer raus und dann tauchen wir da gemeinsam runter. Wir versuchen, das Logbuch zu bergen. Abenteuer. Flamin schnappt sich dabei mal einen von diesen Halbtoten und lehnt ihn so gegen den Mast, wenn er noch lebendig genug ist, um sich da halten zu können. Mhm. Wie schaut der aus? Er ist sehr bleich und wenn du ihn dann aufrichtest, hustet er auch erstmal ein bisschen Wasser und guckt dich dann aus roten, verquollenen Augen an. Er ist ein Maraskaner. Sieht sehr kräftig aus und du siehst, dass wohl unter seiner Rüstung so ein bisschen Blut auch rausläuft. Drahtig. Was ist Entschuldigung. Was ist geschehen, Bruder, Schwester? Sturm. Wo sind wir? Wer seid ihr? Wir sind die Mondsilberner Drachentöter und wir haben euch gerade aus dem Wasser gefischt. Der Sturm ist immer noch über uns. Wo sind wir? Auf der See. Wir müssen nach Beilung. Nach Beilung? Das seid ihr aber weit ab vom Kurs. Was wollt ihr in Beilung? Geht dich nichts an. Nun, dann werdet ihr Beilung nie erreichen. Hab's mir gedacht. Lebt Perjin noch? Ich weiß nicht. Ihr seid nicht der Einzige, den wir aus dem Wasser gefischt haben. War Perjin euer Kapitän? Kann man so sagen. Er versucht zu grinsen und Blut läuft aus seinem Mund. Wie ist euer Name? Horabeb. Von Jagan. Von Jagan. Ja. Du siehst wohl, wie er, wenn er lächelt, er hat sich seine Zähne angefeilt. Verstehe, also ein ganz sympathischer. Ein sehr sympathischer Mensch. Ah, Zulamin, hast du neue Freunde gefunden? Vielleicht. Nun. Die Sache ist die, wir könnten nett sein und euch nach Medina bringen. Oder wir könnten euch auch wieder ins Wasser werfen. Das hängt ganz davon ab, ob wir gemeinsame Interessen haben. Nach Medina? Oder nicht. Auch gut. Ja. Bringt mich zu Hafax. Und wird Hafax etwas mit euren Informationen anfangen können? Er wird wahrscheinlich Fuchs Dorwitz wild sein, dass die Nachricht nicht überbracht wurde. Welche Nachricht? Geht dich von wem? Von Belharion. Von Belharion, also. Rafim, wie siehst du das? Geht uns das etwas an? Na ja, bin schon neugierig. Sehe ich das richtig, dass ihr mich sowieso umbringt, wenn ihr den Korgeweihten hier habt?
Oh. Nun, das hängt wohl von dem Chorgeweihten ab in erster Linie. Ja, also wenn ihr ganz mitteilsam seid, das wäre doch nicht schlecht. Was wäre nicht schlecht, mich umzubringen? Ja, wenn ihr erstmal so erzählen würdet, was ihr denn so zu erzählen habt. Er versucht sich so ein bisschen umzuschauen, kann aber dich nur schwach zuordnen und versucht dann eben das restliche Schiff so ein bisschen zu analysieren, die 10 Leute, die hier rumspringen. Irgendwelche Offiziere versucht er auszumachen und blickt sich dann eben so aufmerksam wie irgend möglich um von der Position aus, wo er gerade sitzt. Nun, wir haben jedenfalls keinen Streit mit Helme Hafax. Also, wenn ihr leben wollt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da muss ich ja gar nicht den Kreis tiefer gehen, oder? Das würde ich dir jetzt nicht empfehlen. Dann bringt mich zur Hafax. Ich warte. Aber wenn ihr Bergin findet, dann bringt ihn besser um. Warum? Weil Pergin keine Gefangenen macht. Oder sich irgendwie auf was anderes einlässt. Die rote Hand von Kawasoab. Nun, dann gebt ihm Wasser und behandelt ihn fürs Erste als Gefangenen. Derweil. Diamantis, du hast mehrere Leute bekommen, die allesamt runtertauchen. Viele Maraskaner, die dabei sind, 4 Stück, nur ein einziger Pirat, der sich dazu erschlossen hat, mit runterzutauchen, und Hasswolf. Du selbst auch? Ja, ich selbst auch. Ja. Die Kapitänskajüte hängt so ein bisschen unter Wasser. Hast du beim Umhersegeln mit dem Boden oder mit eurem eigenen Schiff hast du dann auch gesehen, dass es eben unter Wasser liegt, der Zugang, sodass du dann immer durchtauchen müsstest. Und hoffst dann eben auf eine Luftblase im Inneren, sodass du dann eben nicht die ganze Zeit tauchen musst. Aber du kannst mir mal eine Schwimmprobe geben. +10.